Ja, hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Wir werden jetzt wieder mal was kochen. Ich stehe da vor einer Basilikumpflanze. Das ist das italienische Riesenbasilikum. Und ihr werdet vielleicht schon erraten, was wir machen werden. Wir werden Basilikumpesto machen, aber nicht nur mit einer Basilikumsorte, sondern gleich fünf werden wir verwenden. Wir haben circa 12 Sorten Basilikum hier angebaut. Man dachte, ich werde euch einmal ein paar Sorten vorstellen. Auch die Sorten, die wir natürlich dann verwenden werden. Das ist die erste Sorte, die reinkommen wird. Das italienische Riesenbasilikum. Das macht seinem Namen alle Ehre. Riesige Blätter. Schmeckt sehr ähnlich dem Genovese Basilikum. Ist aber sehr viel wüchsiger. Unglaublich, wie da die eine Pflanze da in dem kleinen Kistel da im Fenster gewachsen ist. Da braucht man gar nicht viel ernten und hat schon eine schöne Menge beisammen. Die wird reinkommen. Schauen wir weiter. Da hat man das Basilikum Toscana. Eine weitere großblättrige Sorte. Schaut sich diese großen Blätter an. Die sind so richtig geraffelt, könnte man fast sagen. Knautschig. Auch ähnlich dem Genovese Basilikum. Ich hat aber eine Spur Minze, finde ich. Das werden wir nicht verwenden. Die Minze mag ich nicht im Pesto drinnen haben. Aber man kann es natürlich für sehr viele andere Dinge verwenden. Schauen wir weiter. Was gibt es noch an Basilikumsorten? Wir bauen ja das Basilikum immer ganz gern in kleinen Töpfen an. Da sind es schneckensicher aufgekommen, die Pflanzen. Es ist immer wieder Schneckenfraß zum Beobachten. Und da sind sie aber geschützt. Was haben wir da? Wir hätten da einerseits einmal Green Ruffles. Das wäre diese Sorte hier mit so geraffelten Blättern. Die Sorte hat so einen Hauch Zimt und Anis. Die werden wir da verwenden. Ein paar Blätter reinschneiden. Dann haben wir daneben Basilikum British, eine Züchtung aus England. Das ist eine besonders robuste Sorte. Die Blätter sind ein bisschen dicker, fleischiger als vom Genovese. Hat ein ganz kräftiges, blumiges Aroma. Hat auch eine kräftige Pimentnote. Ist schon wirklich grenzwertig, finde ich, vom Duft her und auch vom Geschmack her. Also sehr intensiv. Muss man aufpassen beim Verwenden von dieser Sorte. Dann haben wir hier noch eine Sorte aus den USA. Mrs. Burns Lemon. Ganz eine intensive Zitrusnote, Zitronengeschmack. Eher kleinere Blätter. Die Sorte ist schon sehr alt. Die ist benannt nach der Janet Burns. Das war eine Gärtnerin in Carlsbad in New Mexico. Die hat diese Sorte im Jahr 1939 eingeführt und sie selbst hat die Sorte von einem Nachbarn bekommen, der die schon seit 1920 angebaut hat. Also eine sehr alte Sorte. Und dann hätten wir noch die Sorte Ararat daneben. Eine Sorte mit violetten Blüten. Ist sehr würzig. Auch die Blätter sind oft zweifärbig mit lila unterlaufen. Die Sorte soll aus dem Gebiet mit dem Fluss und dem Berg Ararat stammen. Und der Ararat, der stammt ja aus dem Garten, entspringt ja dem Garten Eden. Also eine ganz eine tolle Sorte. Aber fürs Pesto werden wir die nicht verwenden. Schauen wir nach vorne auf die Terrasse. Ja, da hätten wir noch zwei Sorten stehen. Einerseits die Sorte Red Ruffles, die ist halt ähnlich der Green Ruffles, hat allerdings so schwarz-rote Blätter. Klassischer Basilikumgeschmack, hat so leichte Noten von Anis, Zimt, auch ein bisschen Zitrus und Pfeffer. Die werden wir auf jeden Fall reintun
um ein bisschen einen zusätzlichen Geschmack reinzubekommen. Und dahinter hätten wir noch die Sorte Maasai Yes. Schaut schon ein bisschen arm aus jetzt, hat auch schon sehr viele Blätter verloren. Aber ein bisschen was werden wir von der auch verwenden. Die hat eine leicht süßliche Note, etwas Piment, ist ausgezeichnet für Pesto. Das ist eine ganz eine alte Bauernsorte aus Frankreich, aus der Gegend um Marseille. So, das waren natürlich noch längst nicht alle Sorten. Wir haben da noch weitere. Zum Beispiel, hier steht die Sorte Opal mit dunklen Blättern. Der Geschmack der Sorte ist ähnlich dem Genovesa, aber eine Spur herber. Da werden wir auf jeden Fall auch ein paar Triebe hineinschneiden. Da hätten wir noch eine Sorte aus der Ukraine von der Insel Krim, das Krim-Basilikum. Hat auch wieder ganz ein eigenes Aroma. Fürs Pesto finde ich die nicht so geeignet, aber kann man anderswertig in der Küche verwenden. Ich kann euch nur empfehlen, baut verschiedene Sorten Basilikum an, dann habt ihr verschiedene Geschmäcker und wenn ihr die dann mischt, habt ihr ein schönes Potpourri dieser Geschmäcker. Wir werden jetzt so die ganzen Stängel ernten, werden dann heraus eine kleine Outdoor-Küche aufbauen und das Pesto für euch zubereiten. Also bleibt dran, es zahlt sich aus. So, nach dieser kurzen Einleitung mit der Vorstellung der einzelnen Basilikumsorten haben wir wieder unsere Outdoor-Küche aufgebaut, unsere Induktionsplatten und jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt wird der Basilikum der Garaus gemacht. Wir brauchen ca. 100 Gramm Basilikum, das heißt, da werden wir jetzt ein Randl zupfen, oder? Wir nehmen ja... Wird schnell gehen bei den großen Blättern. Das ist halt der Vorteil von diesen großblättrigen Sorten. Da kommt gleich mal jede Menge Gewicht zusammen. Das duftet ja bis da oben. Da die Blüten kann man ruhig auch hineingeben. Die sind sehr intensiv vom Aroma. Also das herzuschenken wäre schade. Nachdem ja auch jede Sorte eine andere Geschmacksrichtung hat, ist natürlich dann das Pesto auch viel intensiver oder viel reichhaltiger im Aroma, wenn man da verschiedene Sorten verwendet. Ihr könnt natürlich nur eine Sorte auch verwenden, was ihr halt gerade daheim habt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, mehrere Sorten anzubauen, es zahlt sich aus. Es duftet wirklich jede anders. So, es ist vollbracht. Ein bisschen was ist überblieben, aber sowas bleibt bei uns nicht lang über. Gut, wie geht's weiter? Jetzt werden wir die Pinienkerne anrösten. Ganz ohne Öl? Ganz ohne Öl. Kommt eh nur Öl hinein dann ins Pesto. Braucht man keins.
Ja, geht schon. Also nur ganz kurz anrösten. Wir wollen ja da keine Röstbienenkerne haben. Aber es sollen durch das Erhitzen die Aromastoffe ein bisschen freigesetzt werden. Die Pfanne bleibt eh noch ein bisschen warm, kann man schon vorher ausdrehen. Die lassen wir jetzt abkühlen und dann geht's weiter. Ja, jetzt werden wir ins Mixen gehen. Die Kerne sind abgekühlt. So, dann wieder ein bisschen einfüllen. Ein bisschen zerkleinern vorher noch. Die ganz, ganz großen Blätter, die Riesentrümmer. So, es wird voll hier drinnen. Gut, dass wir morgen Besuch kommen. Der kriegt nämlich dann ein bisschen Pesto zum Kosten. Knoblauch werden noch ein bisschen schneiden. So, ein bisschen Olivenöl schon hinein. Und den Rest gieße ich dann zu. So, jetzt schauen wir mal.
Werden wir mal ein bisschen nachschieben noch. Die letzten Reste. Riecht schon sehr gut. So, da schaut fertig aus. Schönes Grün, ha? Muss man gleich kosten. Und genießbar? Sehr hübsche Farbe. Und schmeckt gut. Gut, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir füllen das jetzt einfach in ein Glas ab. Genau. Oben drauf ein bisschen Olivenöl, das gut abgedichtet ist, dann kommt es in den Kühlschrank. Ja. Ja. Man könnte es natürlich auch noch weiter einkochen, indem man es halt dann im Wasserbad erhitzt. Aber das werden wir nicht machen. Das zahlt ja bei der kleinen Menge nicht aus. Das ist schnell weg bei uns. Vor allem, wir essen das ja jetzt ständig dann. Gut, dann hätte ich gesagt, lassen wir es gut sein für heute. Wieder mal mit einem kleinen Video zum Thema Basilikumpesto mit 5 Sorten Basilikum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mir gerne Kommentare da lassen. Könnt ihr mir drunter schreiben, wie ihr das Pesto machen würdet oder ob ihr es anders machen würdet, wozu ihr das essen würdet. Ich sehe das am allerliebsten zu Nudeln oder auch zu Tomaten kann man es ja ganz gut dazu essen. Bisschen Mozzarella noch. Schreibt dann einfach drunter, wie ihr das verwenden würdet. Dann sage ich, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, euer Tomatenflüsterer und Küchenhexe.